Ich kann das auch gar nicht so gut mit dem Video, aber ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen erzählen. Und zwar sind wir hier immer noch in Peja, seit 2 Wochen knapp. Knapp 2 Wochen jetzt, ja. Mal wieder hängen geblieben, wie so oft. Und jetzt laufen wir hier so einen kleinen Pfad direkt in der Nähe von der Stadt mit der, oder in der Ruruguwa-Schlucht. Was hast du da entdeckt? Erdbeeren. Oh, Erdbeeren. Und wie schmecken diesen Erdbeeren? Diese Erdbeeren. Thank you.
wandern. Wir sind im Kosovo übrigens und zum Glück ist es nicht so heiß. Und wer richtig Bock auf Wandern hat, der macht ja direkt den Balkan. Das ist, glaube ich, wohl so eine Organisation. Und kann hier Cross-Border-Walking machen. Kosovo, Montenegro, Albanien. 190 Kilometer. Aber das machen wir nächste Spielzeit einfach leider nicht. Beziehungsweise so viel Ausrüstung haben wir auch gar nicht dabei. So gut. Wir gehen jetzt erstmal hoch in die Berge Richtung Wasserfall. So, moin, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock. Ich kann das auch gar nicht so gut mit dem Video, aber ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen erzählen. Und zwar sind wir hier immer noch in Peja, seit 2 Wochen knapp. Noch 2 Wochen jetzt, ja. Mal wieder hängen geblieben, wie so oft. Und jetzt laufen wir hier so einen kleinen Pfad direkt in der Nähe von der Stadt mit der, oder in der Ruruguwa-Schlucht. Und laufen jetzt gleich zu so einem kleinen Adventure-Park. Da kannst du irgendwie reiten, Zipline, ganz viele coole Sachen machen. Und die Natur hier ist schon echt schön, es ist keiner hier. Mega ruhig. Und jetzt schauen wir mal, was noch so, was der Weg. Bäh! Noch so bringt. Gib mir nochmal die Kamera. Ich zeige euch nochmal kurz hier hinten. Die Wolken hängen halt ziemlich tief, aber dennoch mega schön. Ist das ein Witz hier? Man soll hier angeblich so richtig schön wandern können. Stattdessen irren wir hier rum auf so einen Kindergartenfahrt, irgendwie 20 cm breit ist. Und es ist heiß und schwül und keine Ahnung, wir laufen jetzt irgendwo hier durch die Karpaten und der GPS-File ist auch, funktioniert auch nicht wirklich auf Maps.me und Google Maps. Und ja, mal schauen, wo wir hier jetzt rauskommen. Angeblich laufen wir 200 Meter parallel zum Weg, der irgendwo da unten läuft. Und wir sind jetzt hier falsch abgebogen bei der fehlenden Ausschilderungen. Ja. So, nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir den Weg jetzt wiedergefunden. Besser sieht er aber auf jeden Fall auch nicht aus. Ich zeige euch das mal. Sieht ganz schön aus, aber geht auch steil hoch und alles. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder auf der richtigen Fährte. Spur. Hoffen wir. Ah, da. Ja? Geschafft! Thank you.
Hier sind wir gerade an einem ziemlich coolen Spot in Bea. Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt versteht, aber egal. Und Wasserfall, der heißt White Dini. Und dann sind wir gerade noch in eine Höhle gegangen, ziemlich cool. Und sind da wirklich bis zum Grund 60 Meter tief oder so. Das war schon richtig geil. Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwas versteht. Schaut euch mal die Landschaft an. Yes.